was dann wiederum heißt, dass die Anwendung eines solchen Festes dann eher im Sommer, in Sommermonaten geschehen sollte, weil sonst würde man ja hier, wie soll ich sagen, quasi Ressourcen verschwenden, die man nicht unbedingt einsetzen kann. Ich kann in der Zwischenzeit, wir haben ja schon wieder sehr, sehr viele Siedler oder Dorfbewohner, mal hier wieder einen Speer draus machen, damit wir uns hier mal dieses Münzdepot quasi holen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass da Münzen versteckt sind. Da ist auch schon der Speer bereit. Der flitzt gleich mal hier rüber. Ach, Besuchung heißt das jetzt? Okay, glaube ich. Moment, hier mal hinklicken. Genau, Besuchen. Okay, dann haben wir schon mal das. Und dann könnten wir eigentlich direkt mal versuchen, hier noch ein bisschen uns weiter auszubauen. Wir bräuchten nämlich bei Gelegenheit auch mehr Holz. Das wäre, denke ich mal, gar nicht so verkehrt. 80 Nahrung, gut, ich meine, wir haben 580 und wir liegen mit der Nahrungsproduktion noch im positiven Bereich. Das sollte nichts weiter passieren, denke ich. Also zum Thema Nahrungsverlust. Es kann natürlich auch sein, dass die Ressource ausgeht und unser Verbrauch über der Möglichkeit liegt, das wieder irgendwie gegenzuwirtschaften. Dann haben wir insofern ein kleines Problem, dass bei dem Nahrungsverlust zum Beispiel die Leute das Hungern anfangen, dass beim Holzverlust oder wenn zu wenig Holz da ist, die Leute das Frieren anfangen und bei Münzen, damit auch das ganze Chaos perfekt ist, wenn die Münzen leer sind, dass dann Gebäude das Brennen anfangen, weil wir sie nicht mehr instand halten können. Man kann also sagen, da wirst du schon ziemlich hart bestraft, wenn du nicht auf dein Konto und auf deine Kasse achtest. Aber was anderes wäre ja auch fast langweilig, sind wir doch an der Stelle mal ehrlich. Hier drüben, wie gesagt, man kann hier eine gewisse Anzahl an Gebäuden bauen. Hier in diesem Gebiet kann man 3 Stück bauen. Eins haben wir mit dem Haus. Hier müssten es genau ebenfalls 3 Stück gewesen sein. Und hier im Startgebiet hat man 5 Gebäude. Man kann das später... Ach schau, da kommen schon die ersten. Wir retten jetzt erstmal unseren Dorfbewohner und gehen mit Brand hier herum. Dann haben wir das hier auch gleich mal im Blick. Hier, unser Gebiet wird quasi langsam uns abgezogen. Also es müssten 100% am Anfang gewesen sein. Genau, 2 Wölfe, also 2 Gegner sind hier. Und mit Brand, perfekt, der Winter hört auf, der Sommer fängt an. Das heißt, Brand ist nicht mehr geschwächt. Kann er dann hier rübergehen und unser Gebiet quasi verteidigen. Ich muss bloß gucken. Nee, das hält er auf jeden Fall aus, das ist gut. In der Zwischenzeit kann ich dann mir hier wieder einen Dorfbewohner schnappen, der hier mal schnell rüberflitzt. Ja, was gibt's denn da zu lachen, lieber Brand? Obwohl doch, wir haben eine Schlacht gewonnen, da kann man immer lachen. Und hier drüben steht's in den Statusnachrichten. Unsere Späher haben in den verlassenen Häusern Schätze gefunden. Wir haben Folgendes erhalten. 100 Holz und 100 Münzen. Und jetzt, wenn der Späher kein Ziel so zur Verfügung hat, geht er automatisch, oder wir ihm kein Ziel geben, sollte man eher sagen, geht er automatisch zum nächsten Gebiet und schaut, wie er denn da was erkunden kann. Oh, perfekte Überleitung, merke ich gerade. Jetzt haben wir natürlich das Ding, Brand hat Schaden bekommen. Kann man da denn irgendwas machen oder muss, oder auch der Dorfbewohner, muss der denn jetzt quasi mit seinen Verletzungen bis zum Ende der Mission leben? Nein, natürlich nicht. Wir können hier eine Heilerhütte bauen. Und da steht es schon, Dorfbewohner zu Heilern ausbilden, die Verwundete, ja genau. Wir sind verwundet, bitte heilt uns. Nein, die Verwundete oder kranke Clanmitglieder heilen können, aber auch nur, wenn die auf unserem Hoheitsgebiet, also innerhalb unseres gelben Bereiches sind. Sonst habe ich, deswegen bin ich kurz am Stocken, immer die Heilhütte hier mit reingebaut, weil Heiler, wenn die nichts zu tun haben, kann man denen später auch die Möglichkeit zuweisen, dass die Nahrung sammeln. Und gerade hier mit dem Bonus auf das Nahrungssammeln ist das natürlich immer eine sehr schöne Möglichkeit. Ich baue es trotzdem einfach mal hier hin. Es ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, hier die Heiler dann hinzustellen. Das Problem in Anführungszeichen ist, glaube ich, bloß, dass zum Patch 1. irgendwas, also 1.0 irgendwas, der hier dieses Nahrungssammelding abgeändert wurde. Ich muss nochmal nachschauen, ob das da steht. Nein, auf jeden Fall, dass die Nahrungssammlung nur für diese Gebäude da gilt. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das müsste ich bei Gelegenheit nochmal nachlesen. Also nicht mehr für Gebäude wie zum Beispiel hier das Medizinhütte, die Medizinerhütte, die ja primär eigentlich fürs Heilen zuständig ist. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir einen Dorfbewohner zum Heiler ausgebildet und hier im Schnellzugriff könnte man auch zu den Leuten hingehen, hier mit Rechtsklick anwählen und alle Patienten werden hier quasi aufgelistet. Das gehört auch zu dem Nahrungsverlust von vorhin. Unter anderem kann es sein, wenn die Bewohner zu lange nichts essen, dass sie dann krank werden. Ich glaube, wenn sie zu lange frieren auch. Und dann nehmen sie über sehr lange Zeit sehr, sehr viel Schaden und das gegenzuheilen ist wahrlich kein Spaß. Da gibt es wahrlich schönere Sachen und ich sehe es gerade, wir haben die 800 Nahrungseinheiten geknackt. Das heißt, wir können uns hier mal
ein bisschen in alle Richtungen ausbreiten. Hier natürlich sehr schön, rundum sind Steine, wahlweise keine Möglichkeit, oder hier rundum ist keine Möglichkeit, in dieses Gebiet reinzukommen, außer über unser Gebiet an dieser Stelle. Das heißt, ach schau, da kommt direkt ein Wolf angerannt. Das heißt, wir können das hier einnehmen und müssen keine Angst haben, dass uns das irgendwie von hinten entrissen wird, weil hier niemand hochkommt. Sehr schön natürlich. Hier nach wie vor sind drei Wölfe, also Einheiten, die uns angreifen werden, dieser stationierten Truppe, also diesen Einheiten, die hier schon vorher vorhanden sind, leider nicht abgezogen. Das heißt, wenn hier zwei Wölfe rüberlaufen, sind in dem kleinen Moment hier quasi fünf Wölfe drüben. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil die Wölfe gezielt erstmal hier rüberlaufen und uns dann attackieren. Was natürlich weniger schön ist, aber damit sollten wir ja klarkommen. Jetzt kann ich hier mal versuchen, ein Festival zu organisieren. Wir sehen es, die Zahlen färben sich alle grün. Wir haben Boni auf die Herstellung von oder auf das Sammeln von Nahrung, Holz und Münzen. Und wir könnten eigentlich hier drin mal jetzt anfangen. Was bauen wir denn am schlauesten? Ach, ich kann noch gar nicht. Ach, schau, anschauen, da wurde in der ersten Mission aber echt ein bisschen was rausgenommen. Macht aber nichts. Wir können hier mal eine Skaldenhalle bauen. Die hat nämlich den kleinen, aber feinen Vorteil, wir sind es hier schon, sie erhöhen unsere Zufriedenheit und produzieren Ruhm. Und gerade auf Ruhm komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber hier die Zufriedenheit ist natürlich ganz wichtig, um ebenfalls die Leute dazu zu überreden, dass sie sich uns anschließen, wahlweise, dass die unter unserer Führung zufrieden sind, weil, Moment, klar, momentan haben wir wieder nicht genug Platz, darum kümmere ich mich auch gleich. Hier steht's, darauf wollte ich, wie gesagt, ursprünglich hinaus. Es kommen nur Dorfbewohner, wenn wir mindestens eine Zufriedenheit von 0 haben, und je höher die Zufriedenheit ist, umso schneller geht's. Und gerade um neue Leute anzuwerben, neue Soldaten, neue Siedler mit ganz spezifischen Aufgaben, da muss das natürlich verhältnismäßig fix gehen, dass wir da immer wieder genug Nachschub bekommen. Und mit Brand gehe ich jetzt einfach mal hier rüber und guck mal, dass wir hier ein bisschen unsere Möglichkeiten erweitern können. Jetzt schreit mich doch nicht so an. Ja, ja, das kommt doch gleich, das kommt doch gleich. So, unser Bauer ist hier fertig, wahlweise unser Siedler. Wobei Bauer jetzt nicht auf diesen Bauer gemünzt war, sondern auf den Erbauer dieses Geräts quasi. Und dieses Geräts, nein, diese Hütte. Und Brand lacht wieder im Hintergrund. Jetzt habe ich zu viele angeklickt. Jetzt sind es noch mehr. Ja, was ist denn hier wieder los? Ich schnapp mir einfach mal zwei Dorfbewohner, die hier rüberrennen. Wir haben ja momentan genug Nahrungsproduktion. Und hier sehen wir schon, das zweite Festmahl kostet 150 anstatt 100. Und ja, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich habe mich komplett rausbringen lassen. Hier ist jetzt das nächste Haus fertig. Und hier können wieder 5 Mann zu uns. So, jetzt hat er mich hier aber auch rausgebracht mit Skulls und Skulls. Nein, wir haben jetzt die Möglichkeit, 5 weitere Leute aufzunehmen. Das hier nehmen wir direkt ein. Ich bin gar nicht gewohnt, dass ich hier so viel Nahrung an der Stelle habe. Also entweder wurde das im Release oder zum Release, zum Erscheinungsdatum ein bisschen abgeändert, was die Produktionsraten angeht. Oder ich schwall schon wieder die ganze Zeit, merk's überhaupt nicht und könnte schon längst mit der 4. oder 5. Mission fertig sein. Das ist, und ich, mich beschleicht das leise und kleine, aber feine Gefühl, dass es durchaus die letztere von beiden Möglichkeiten sein könnte. Jetzt habe ich hier einfach mal auch fürs Militär, wir brauchen ja für Brand ein paar Soldaten, die ihn unterstützen, ein Ausbildungslager in Auftrag gegeben. Was ich auch noch dazu sagen sollte, ich glaube, das ging irgendwo unter, aber man kann sich bestimmt denken, die ganzen Gebäude, die man hier bauen kann, die haben eine Maximalanzahl von Leuten, die arbeiten können. Die muss man nicht ausfüllen, kann man aber. Ich habe zum Beispiel meistens immer bloß einen Späher, weil sich das zumindest meiner Auffassung nach immer ganz gut anbietet in so Einzelspieler oder gegen NPC-Partien oder halt gegen Computerpartien. Nee, in Computerpartien gegen KI-Spieler, jetzt hat es vielleicht doch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Da bietet sich das an, dass ein Speer immer so langsam und gemächlich Karte für Karte oder Bereich für Bereich erkundet und ich in der Zwischenzeit dann immer schön nachbauen, alles aufrüste. Bis jetzt hat es zumindest immer ganz gut funktioniert. Wir haben 500 Münzen und plus 12 Nahrung, das heißt, ihr zwei kommt erstmal hierher und wir machen aus euch beiden eine Kriegsmeute, wahlweise aus euch beiden Soldaten. Und die haben natürlich auch einen kleinen lustigen Text dabei, das schauen wir uns auch gleich mal um. Hier ist natürlich dann auch unsere militärische Stärke erstmal begrenzt, die wir natürlich dann ausbauen können mit mehr Ausbildungslagern und ähnlichen Rekrutiermöglichkeiten, sollte ich sagen. Aber um das Ganze jetzt hier mal ein bisschen abzukürzen, wir können hier mal, wie viel Holz habe ich? 488 Jahre, können wir gut investieren. Hier mal direkt versuchen, das Ding ein bisschen zu kultivieren, wollte ich schon sagen. Nein, um uns zu erwerfen? Nein, ist auch falsch. Ich möchte darauf hinaus, wir bauen uns hier erstmal auch wieder die Möglichkeit auf, Tiere zu jagen mit der Jagdhütte und natürlich auch wieder ein Nahrungssilo und ein
positiver Effekt vom Hirschclan zum Beispiel für Nahrungsreserve. Jetzt muss ich überlegen, waren Nahrungsreserven... Moment, jetzt bin ich kurz am Überlegen. Ich glaube, dass es ein Vorteil vom Hirschclan an sich ist, dass es auch einen Zufriedenheitsbonus aufs Nahrungssilos gibt. Da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Das finden wir innerhalb der nächsten Missionen dann höchstwahrscheinlich heraus, wenn wir Zugriff auf mehr, wahlweise auf die nächsten Technologien haben. Haben sollten natürlich. Ach, wollte schon sagen, diese Hausruine wurde besucht. Nee, dann waren wir hier schon, alles klar. Aber bis jetzt hält sich natürlich unsere Gegnerschaft ein wenig in Grenzen. Wir haben Wölfe, wir haben Naturkatastrophen, wobei ein Winter noch keine Katastrophe ist, weit möchte ich natürlich nicht gehen. Du kommst mal hierher und der zweite Dorfbewohner oder alle zwei kommen mal hierher. Werden aus euch direkt Jägersleut. Der Medizinmann hat hier nichts zu tun, der Heiler. Das heißt, du flitzt mal zurück. Und ja, sammelst mal ein bisschen weiter Nahrung. Man sieht schon, wenn sie so eine Uhr oben drüber haben, dann haben die Leute momentan leider, leider keine Beschäftigung. 19 von 21. Ich sollte drüber nachdenken, mal wieder eine weitere Hütte zu bauen. Setzen wir einfach mal hier noch eine hin. Hütten sind auch, glaube ich, das einzige Gebäude, was man mehrmals im gleichen Bereich aufstellen kann, wenn wir hier mal an der Stelle schauen wollen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel noch Platz für ein Gebäude. Wo werde ich angegriffen? Oh, tatsächlich. Kann ich denn mit meinen Einheiten schnell darüber flitzen? Wir sind ja im Nachbargebiet. Ihr rennt mal schnell rüber und ihn bringen wir in Sicherheit. Nicht, dass er stirbt. Ach so, ach nee, stimmt, da war schon die Küste. Gebieter, ein Späher hat ein Küstengebiet entdeckt, das für den Bau eines Hafens geeignet ist. Hervorragend. Wir sollten die Gebiete bis zu dieser Küste besiedeln, damit unsere Bauarbeiter sie erreichen und mit der Arbeit beginnen können. Sehr schön übrigens auch, dass das Spiel pausiert hat, glaube ich. Doch, es müsste pausiert haben, damit wir in Ruhe uns die Dialoge anschauen oder die Umgebung betrachten können, ohne dass hier uns ein Dorfbewohner nach dem anderen von Wölfen gefressen wird. Mal hier schnell rübergehen. Wir brauchen hier einen Heiler und ich möchte mal was austesten. Und zwar, wir haben momentan plus 13 durch Dorfbewohner. Falls das stimmt, was in diesen Patch Notes stand, und ich schicke jetzt alle Leute mal hier rüber, wo eine Nahrungsproduktion ist. Eine Nahrungsproduktion, ein Silo. Das heißt, eigentlich müssen doch die Leute jetzt hier mehr oder weniger sammeln. Theoretisch, wenn der Patch schon umgesetzt wurde, müssten die genau gleich viel sammeln, also 13. Nee, die sammeln 13 weiterhin, okay, gut. Weil normalerweise, okay, dann hat es mit den Patch Notes doch gepasst. Dann gibt das Silo jetzt nur noch auf dieses Nahrungsgebäude einen Bonus und nicht mehr auf Dorfbewohner oder auf Mediziner, die hier sammeln. Gut zu wissen, gut zu wissen. Konnte ich doch die Patch Notes richtig übersetzen. Schon mal wieder ein klitzekleines Erfolgserlebnis. Ja gut, hier haben wir dann eine Wolfshöhle, wahlweise einen Wolfsbau. Und wir sehen schon, 30 Ruhm würden wir kriegen. Und hier werden so lange Wölfe generiert, bis sie dieses Gebiet beansprucht. Und das mache ich natürlich mit dem allergrößten Vergnügen. Stimmt, ich habe das mit dem Ruhm vergessen. Jeder Clan, die Grenze waren jeweils bei 200 und 500 Ruhm, hat entsprechende Boni, die dann... Hoppala, das waren bloß die Ziele. Muss ich bloß mit der Maus drüber fahren. Hat entsprechende Ziele, die dann umgesetzt werden, wahlweise Belohnungen ab 200 und ab 500 Ruhm. Und hier sieht man es schon, erstmal die speziellen Boni pro Charakter, wollte ich schon sagen, nein, pro Clan. Also wir fangen hier mit mehr Ressourcen an und unsere Skalen produzieren halt Ruhm und nicht nur Zufriedenheit. Und ich weiß nicht, ob man es lesen kann, wahrscheinlich etwas schwer. Bei 200 Ruhm kriegen wir nochmal einen dicken Batzen an Versorgungen hingelegt. Und bei 500 weiß ich gar nicht. Ich glaube, da steht irgendwas von... Oh, jetzt muss ich selber lesen, wahlweise raten, was da steht. Ich glaube, da geht es nochmal um irgendwie Produktionsbonus von Gebäuden, die aufgewertet wurden. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die kommen ziemlich spät. Ich weiß nicht, ob ich hier mittendrin hier und da mal einen Tipp übergangen habe. Aber die sind ja hier in der Mitte meiner Meinung nach noch gut zum Nachlesen. Und Moment... Jetzt muss ich selber schauen, was das überhaupt für ein Tipp ist. Rekrutierung mehrerer Krieger, ja gut, klar. Also je mehr Krieger wir haben, umso weniger Leute können Nahrung sammeln. Macht ja auch Sinn, weil der Krieger ist ja mit Axt schwingen und nicht mit Nahrung sammeln beschäftigt. Wir können aber trotzdem, das wollte ich nämlich hier hinten noch machen, einfach mal einen zweiten Rekrutierplatz reinsetzen, damit wir noch ein paar, nicht Holzfäller, sondern... Wo sind sie denn, meine Leute? Da nehmen wir mal den, damit wir noch ein paar Krieger mehr zur Verfügung haben. Wobei Brand natürlich am Anfang schon sehr stark ist. Gehst du von meinen Skalden weg?
mal hier alle Leute schnappen. Und wir sehen schon, wenn die Skalden nicht aktiv sind, rutschen wir sofort mit einer Beliebtheit auf minus 4. Nein, auf eine Beliebtheit von minus 4. Weil in der Zeit, wo die Skalden sich verteidigen, kann natürlich auch nichts produziert werden. Also kein Holz, wenn der Holzfäller angegriffen wird. Keine Nahrung, wenn der Bauer angegriffen wird. Und auch keine Zufriedenheit, wenn der Skalde oder der Brauer angegriffen wird. Und wir sehen es hier schon. Der Späher hat alle Gebiete entdeckt, die er entdecken kann. Also es gibt hier nicht mehr die Möglichkeit, noch irgendwas für ihn zu tun. Deswegen wird er jetzt erstmal hier wieder zurückgehen. Das habe ich gerade mal für ihn beschlossen, weil wir haben alle Karten, alle Gebiete entdeckt, die erstmal für diese Mission vonnöten wahlweise wichtig sind. Das heißt, du kommst hier mal fix herumspaziert und wir fangen hier mal an mit den zwei Leuten. Was ist mit ihm? Achso, nein, du. Oder mit ihr. Du darfst direkt mal hier zum Krieger werden. Wahlweise zum Krieger ausgebildet werden. Und dann schicken wir hier nochmal jemanden hin. Und Nahrung haben wir auch noch sehr viel. Das freut mich nach wie vor. Gerade wenn die Nahrungsversorgung steht, ist das doch immer sehr schön. Und hier dann nochmal eine Skaldenhalle hin. Vielleicht brauchen wir noch eine, damit die Zufriedenheit ein bisschen gesteigert wird. Das heißt, hier schnappe ich mir ebenfalls nochmal einen Dorfbewohner, der das Ding zusammenbaut. Und wir sammeln uns alle mal hier unten. 5 Mann sind wir mittlerweile. Das ist schon mal ein ganz guter Schnitt. Jetzt mit euch mal nach unten. Hier zu euch mal mit da hinten. Nein, hier mit euch mal nach da unten, soll ich besser sagen. Und wir greifen das Wolfslager an. Am Anfang natürlich, bis sich alle Leute positioniert haben, ein ziemliches Hickhack. Mittlerweile, oder am Anfang, da die Kämpfe noch nicht so schwer sind, ist es meiner Auffassung nach erstmal egal, wenn jeder sich ein Ziel sucht. Es empfiehlt sich natürlich bei größeren Gegnern, bei mehreren Gegnern, bei stärkeren Gegnern auch, dass man sich erstmal gezielt eine Einheit raussucht, weil gerade wenn die weg ist, macht die dann logischerweise weniger Schaden. Wahlweise macht der Rest dann weniger Schaden, weil ja ein Gegner schon weg ist. Ist ja logisch. So logisch, dass ich es nicht mehr richtig erklären kann. Mensch, du, was für ein Zufall. Hier haben wir dann das Küstengebiet besetzt und hier sollen wir dann ein Langschiff-Dock errichten. Und dazu brauche ich, wer hätte es gedacht, ein paar Dorfbewohner, die ganz fleißig hier das Ding bauen können. Ich glaube, dann nähern wir uns auch schon dem Ende der ersten Mission. Mit dem Langschiff-Dock, was natürlich auch sehr viele Features hat, aber die wichtigsten, wahlweise die bekanntesten, wenn man es so sagen kann, wahlweise die am meisten benötigt werden, sind hier, dass man Leute am Langschiff-Dock losschicken kann, damit die Geld und Wissen und wahlweise oder Ruhm, ja genau, ich suche Ruhm. Wir fahren mal schnell nach Italien runter. Nein, ich wollte Ruhm sagen. Ruhm sammeln können und gerade die ganzen Ressourcen, gerade diese Ressource hier ist meiner Auffassung nach, um das hier nochmal so ein bisschen geschwollen drüber zu bringen, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Dann warten wir hier nochmal fix, bis das Dock erbaut wurde und danach können wir, soweit ich das sehe, getrost in Richtung Northgard aufbrechen. Mittlerweile sind wir nur in Anführungszeichen an der Küste des Königreiches, welches Ricks Vater, wahlweise Rick selber, irgendwann hätte gehören sollen. Aber ich schätze mal, wir wurden nicht nur unseres Horns bestohlen oder unseres Familienerbstücks, sondern auch unseres Reiches, unserer Mächtigkeit, unser Alles. Wir fangen quasi bei Null an. Eine weite Reise steht uns bevor. Endlich. Euren Anstrengungen ist es zu verdanken, dass ich nicht fertig lesen konnte. Schade. Lichtet die Anker, stolze Wikinger. Wir sind bereit, nach Northgard zu segeln. Ach, jetzt darf ich wieder klicken, oder was? Tö, na gut, wenn Brand sich nicht vorlesen lassen will, wer nicht will, der hat schon. Was ich auch noch sehr schön finde im Vergleich zur Beta-Version, es sind auf einmal ganz viele Leute hier, die standen in der Beta-Version auch nicht hier. Das war einfach bloß, dass Brand irgendwie mit sich selber geredet hat und dann hier auf das Schiff gegangen ist. Wunderschön. Euer Ende naht, Hagen. Ja, mach mal langsam, wir sind erst am Anfang unserer Reise. Sieg, die erste Mission ist beendet. Oh, ich bin gerade am Überlegen, was passiert, wenn ich auf Fortsetzen klicke? Rutsche ich dann in die nächste Mission hinein? Wir sehen es gleich, ich klicke doch einfach mal drauf. Huch, wo kommen auf einmal die ganzen Erfolge her? Chapter 1,
Errungenschaften, das war zu viel. Es waren drei Errungenschaften auf einmal. Ich weiß nicht, ob man die in der Aufnahme gesehen hat. Ja gut, die erste Mission ist vorbei. Das war hier die Kapitel 1 Mission. Warum hier kein Stern zu sehen ist, ich gehe mal stark davon aus, dass man diesen Stern hier nur bekommt, wenn man das auf schwer spielt. Aber da bin ich momentan gerade gar nicht so erpicht drauf, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht privat irgendwann nochmal, aber das ist ja jetzt an der Stelle erstmal völlig unwichtig. Ja gut. Ganz kurz und knackig jetzt, die erste Mission ist vorbei und wir gehen dann hier in die zweite Mission hinein, Kapitel 2, die Entdeckung, und das werden wir tun in, ich weiß gar nicht, in der nächsten Folge, ich habe mir leider keine Uhr gerade gestellt, aber wir werden dahin auf jeden Fall gehen in der nächsten Aufnahme, denn wie so oft möchte ich erstmal hier an der Stelle schauen, ob auch wirklich bei etwas längerer Aufnahmezeit alles funktioniert hat. Das heißt, an der Stelle klinke ich mich erstmal aus und wir sehen uns wieder bei Kapitel 2, die Entdeckung. Bis zum nächsten Mal.